Liebe Schachfreunde, dann darf ich euch herzlich zu unserem Seminar über Vereinsführung begrüßen. Ich freue mich sehr, euch fünf Top-Funktionäre präsentieren zu dürfen. Um einen Verein über lange Zeit gut und erfolgreich zu führen, ist das persönliche Gespräch ein wichtiges Tool, getragen von Respekt und Empathie. Und das ist sicherlich eine der großen Stärken unseres ersten Referenten. Eine Teilnahme meinerseits an einem Online-Seminar seines Verbandes führte zu einem Gedankenaustausch und am nächsten Tag zu einem folgeschweren Telefonat. Seitdem meint meine Frau, dass ich öfter mit ihm als mit ihr telefoniere und ich muss zugeben, ich fürchte, sie hat dabei recht. Er ist wohl Deutschlands bekanntester Schachpolitiker und darüber hinaus in der Sportszene exzellent verknüpft. Er ist nicht perfekt, legt darauf aber auch bei anderen keinen Wert. Und genau das ist eine weitere Stärke von ihm. Herzlich willkommen, Michael Langer, Präsident des Niedersächsischen Schachverbandes. Das heißt, ich soll jetzt einfach nahtlos übernehmen und ergänzen. Das war dein Plan, Harald, ne? So war es Dann vorgesehen. sage ich auch von meiner Seite aus erstmal Hallo und wünsche uns insgesamt einen richtig schönen Abend. Und ich werde euch mit der These konfrontieren, dass gesunder Pragmatismus und eine 70%-Quote, zumindest im Durchschnitt, einen Schachverein erfolgreich gestalten können, wenn man an den richtigen Stellen darauf achtet, vielleicht mal knapp über 70% zu sein. Das ist mein Thema und ich brauche dafür, habe ich mir vorgenommen, circa 6, 7, 8 Minuten, damit ihr mich noch 7 Minuten löchern könnt. Vielen Dank. Dankeschön, Michael. Unser zweiter Referent wurde mir 2018 im Rahmen der Olympiade in Batumi vorgestellt. Später nahm er als Gastredner beim Mädchen- und Frauenschachkongress in Salzburg teil, den ich 2020 organisiert hatte. Über 8 Jahre lang hatte er als Zentralpräsident das Schweizer Schachgeschehen maßgeblich mitbestimmt. Weiters war er über viele Jahre Präsident des Traditionsvereins Schachclub Chur. Herzlich willkommen, Peter Wiss. Ja, schönen guten Abend. Vielen Dank, Harald, für die einführenden Worte. Ich werde den Ansatz bringen, das Mitglied ist ein Kunde und der Schachinteressierte ist ein Wunschkunde. Da geht es um Bedürfnisse und ich möchte euch ein Arbeitsinstrument vorstellen. Ich gebe zurück. Danke, Peter. Manchmal trifft man einen Menschen, wenn man ihn braucht. So ist es mir mit der nächsten Referentin ergangen. Uns wurde recht bald klar, dass wir nach dem Kennenlernen beim Mädchen- und Frauenschachkongress in Salzburg weiterhin in Kontakt bleiben wollen. Seitdem sind wir in unzähligen Projekten verknüpft. Einige sind bereits abgeschlossen, andere am Laufen und ein paar lose angedacht. Heuer wurde ihr für ihren Einsatz um das Frauenschach der Sonja-Graf-Preis verliehen. Herzlich willkommen, Laura Schalkhäuser. Hallo, vielen Dank für deine Worte, Harald. Schach ist immer noch eine männerdominierte Sportart und deswegen freue ich mich heute, dass ich über Frauen und Mädchen in Schachvereinen sprechen darf. Ganz konkret möchte ich euch meine Beobachtungen teilen, die es ermöglichen können, Frauen und Mädchen in Schachvereinen und für Schachvereine zu begeistern. Dankeschön, Laura, darauf freuen wir uns. Unseren nächsten Referenten traf ich 2010, als ich für den Österreichischen Schachbund die Geschäftsstelle des Deutschen Schachbundes besuchte und mich mit Uwe Bönsch über Spitzenschachprojekte austauschte. Uwe stellte mir dann auch den damaligen Geschäftsführer der Deutschen Schachjugend vor, die er über 25 Jahre leitete. Vor wenigen Wochen konnte ich mich dann vor Ort von seinem Organisationstalent beim Deutschen Schulschachkongress in Erlangen begeistern. Herzlich willkommen, Jörg Schulz. Ja, ein wunderschönes Moin aus der schönsten Stadt Deutschlands, nämlich aus Hamburg. Ich werde mich vom Thema her mit dem berühmten Einzelkämpfer in den Vereinen auseinandersetzen. Sozusagen, also es geht um die Vorstandsarbeit im Verein. Und da gibt es das Phänomen, dass es diesen berühmten Einzelkämpfer gibt, der alles macht, auf den sich alle verlassen. Und das ist nicht unbedingt immer positiv. Danke dafür, Jörg. Und last but not least stelle ich euch einen Referenten aus Österreich vor. Viele Stunden haben wir bei netten Gesprächen und bei dem einen oder anderen guten Essen und bei einem Glas Bier verbracht. Er hat in den letzten Jahren bewiesen, dass er einen alteingesessenen Traditionsverein mit innovativen Ideen und mit großem Einsatz an die Spitze bringen kann. Nun
leitet er nicht nur den ältesten, sondern auch den größten Schachverein Österreichs. Herzlich willkommen, Reinhard Usser. Ja, hallo Harald, danke für die Einladung und grüß Gott aus der Steiermark. Ich werde euch ein bisschen was erzählen über den erfolgreichen Werdegang der letzten Jahre der Grazer Schachgesellschaft in Bezug auf der Schachverein ist ein Ort der Begegnung und besonders über soziale Events sprechen. Dankeschön. Ja, ich denke, damit haben wir alle Referenten mal ganz kurz kennengelernt. Und Michael, ich würde vorschlagen, wir starten mit dir und ich